Darunter Kindersklaverei, die Tötung von Babys, die Ausbeutung von Ach du Scheiße. Hi. Und wenn Nestle wirklich so böse ist, wie kommt es dann, dass sie damit davonkommen? Wie kommt das wohl, mein Bester? Lovelock Mystery an der Stelle. Ich bin der Heiß im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Wir werden uns jetzt die Dokumentation reinziehen über Nestle. Ich bin gespannt. Nestle ist der größte Lebensmittel- und Getränkekonzern der Welt. Das Unternehmen besitzt über 2000 verschiedene Marken und verkauft Schokolade, Müsli, Kaffee, Babynahrung, Wasser, Eiscreme und vieles mehr. Beispiele gefällig? Krass. Es wäre tatsächlich schwierig, einkaufen zu gehen und nicht etwas zu kaufen, das zu Nestle gehört. Und doch wird das Unternehmen mit wirklich schrecklichen Dingen beschuldigt, darunter Kindersklaverei, die Tötung von Babys, die Ausbeutung von Ach du Scheiße. Die Behauptung, dass Wasser kein Menschenrecht sein sollte und unzählige andere Skandale. Was ist also die Wahrheit? Und wenn Nestle wirklich so böse ist, wie kommt es dann, dass sie damit davonkommen? Wie kommt das wohl, mein Bester? Dieses Video ist eine Reise in die dunkle Welt von Nestle. Ein Blick hinter den Vorhang bei einem der umstrittensten Unternehmen aller Zeiten. Aber um die Geschichte von Lovelock Mystery an der Stelle Nestle zu verstehen, müssen wir zuerst zu dem Mann zurückkehren, mit dem alles begann. Die Geschichte von Nestle beginnt mit der Geburt eines Jungen im Jahr 1814 in Frankfurt. Krass. Frankfurter! Henri Nestle war das 11. von 14 Kindern und wurde in eine Glaserfamilie hineingeboren, in der das Handwerk des Glasers seit vielen Generationen vom Vater an den Sohn weitergegeben worden war. Als Henri Nestle älter wurde, faszinierte ihn die Chemie und er beschloss, Apotheker zu werden, anstatt den Familienberuf auszuüben. Dies führte zu einem kleinen Disput zwischen ihm und seinem Vater. Aber Henri war fest entschlossen, seinen eigenen Weg zu gehen. Mit 15 Jahren begann er eine Lehre als Apotheker, bevor er später seine Heimatstadt in Deutschland verließ, um in der Schweiz zu leben, wo er sich mit der Herstellung von Medikamenten und chemischen Experimenten beschäftigte. Hier in der Schweiz gründete Henri einen der größten Konzerne der Welt. In der Tat ist Vevey in der Schweiz bis heute der Hauptsitz von Nestle. Aber erst viel später in seinem Leben gründete Henri Nestle. Vor seinem großen Durchbruch probierte er alle möglichen unternehmerischen Ideen aus, wie zum Beispiel die Herstellung und den Verkauf von Likör, Essig, Rum, Limonade und sogar Düngemitteln. Aber keiner seiner Geschäftsideen schien jemals zu fruchten. Erst als Henri in seinen 50ern war, hatte er endlich seinen großen Durchbruch. Krass, Digga, überleg mal, mit 15 Ausbildung gemacht zum Apotheker, dann eine Firma aufgemacht, die ganze Zeit rumgetestet und so, da siehst du wieder, und mit 50 kam der Durchbruch. Wo ich jetzt nicht sagen will, dass Nestle gut ist oder so, aber einfach von der Story her, du siehst, wie lange Leute manchmal kämpfen müssen, arbeiten müssen, neue Dinge erfinden müssen, überlegen müssen, bis dann irgendwann vielleicht knallt oder auch nicht. Es begann. Und man hört es immer wieder. Ihr kennt doch auch dieses berühmte Bild von diesem Mann, der gerade einen Tunnel gräbt einfach so und kurz bevor er beim Diamanten ist, aufhört und umkehrt. Weitermachen, weiter, bis zum Tod, meine lieben Freunde. Als Henri einen Bericht über die extrem hohe Kindersterblichkeit las, worin stand, dass viele Frauen ihre Kinder nicht stillen konnten oder ihre Kinder allergisch auf die Muttermilch reagierten. Henri erkannte, dass dieses massive Problem auch eine große Chance darstellte. Es bestand eindeutig ein großer Bedarf an einer künstlichen Alternative zum Stillen, die das Leben unzähliger Babys retten könnte. Und so begann Henri, alle vorhandenen Informationen über Muttermilch zu studieren und in seinem Gute Sache eigentlich, ne? Labor eine Reihe von Experimenten mit verschiedenen Inhaltsstoffen durchzuführen. Doch die Rettung von Kinderleben war nicht das Einzige, was Henri Tag und Nacht antrieb, um einen Muttermilchersatz zu finden.
Auch seine eigene Tragödie spielte eine Rolle, denn Henris Frau hatte selbst viele gesundheitliche Probleme und sie war nicht in der Lage, ein Kind zu gebären. Wegen ihrer mütterlichen Instinkte machte sie sich aber große Sorgen um die Babys anderer Leute und drängte Henri, einen Muttermilchersatz zu entwickeln, der Leben retten könnte. Und dann, 1867, hatte er Erfolg. Henri hatte eine der ersten Säuglingsnahrungen überhaupt entwickelt. Im Wesentlichen eine Mischung aus Kuhmilch, Mehl und Zucker, die als Ersatz für die natürliche Muttermilch dienen konnte. Henri gründete daraufhin ein Unternehmen namens Nestle. Krass, Alter. Nestle ist mit Muttermilchersatz entstanden. Ein neues Produkt. Interesting. Verkaufen. Du siehst also, dass Nestle mit sehr großen Absichten begann. Ein bescheidener Mann schuf ein lebensrettendes Produkt für Babys, die nicht auf natürlichem Wege gestillt werden Kindermehl. Konnten. Leider ist dies keine herzerwärmende Erfolgsgeschichte. Wenn überhaupt, dann gleicht es einem Horrorfilm. Fängt aber eigentlich sehr positiv an, oder? Denn diese Babynahrung war das Produkt, mit dem die Vorherrschaft von Nestle begann. Es war auch das Produkt, das später Leben zerstörte und einen internationalen Skandal auslösen sollte. Und als Nestle zu einem riesigen Konglomerat heranwuchs, wurde das Unternehmen in alle möglichen dunklen Kontroversen verwickelt. Aber dazu kommen wir gleich. Zunächst war Henris neue Babynahrung ein großer Erfolg. Die Bestellungen gingen so schnell ein, dass Henri eine Fabrik eröffnen musste, um mit der Nachfrage mitzuhalten. Er konnte es nicht fassen, dass alles so schnell ging und das Geld in Strömen floss. Aufgrund des großen Erfolgs dieses ersten Produkts tat sich Henri mit einem Schweizer Chocolatier namens Daniel Peter zusammen, um ein weiteres neues Produkt zu entwickeln. Und im Jahr 1875 stellten sie zusammen die erste Schokoladenmilch her. In nur wenigen Jahren stieg Henri von einem kleinen, unbekannten Apotheker in der Schweiz zu einem der reichsten Männer des Landes auf. Und Nestle wuchs jeden Monat mehr und mehr. Aber in gewisser Weise war das alles ein bisschen zu viel für Henri, der in die letzte Phase seines Lebens eintrat und sich eigentlich entspannen und mehr Zeit mit seiner Frau verbringen wollte. Und so beschloss Henri einige Jahre später, sich zur Ruhe zu setzen und sein Unternehmen zu verkaufen. Gustave Marquis Jules Monnerat und Pierre-Samuel Rossi übernahmen Nestle und wandelten es in eine Aktiengesellschaft um. Und da fängt es, glaube ich, dann an, oder? Eigentlich eine coole Geschichte von einem Familienunternehmen, so aus Deutschland rüber in die Schweiz gegangen, eine Babynahrung entwickelt, damit Kinder nicht mehr sterben müssen, auch aus familiärischen Gründen so, dann einfach in Rente gegangen und das den Jungs verkauft, die haben eine Aktiengesellschaft draus gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt der Laden losgeht, böse zu werden. An dieser Stelle wird wirklich interessant, denn die neuen Eigentümer hatten große Pläne, das Unternehmen zu erweitern. Und 1905 fusionierten sie mit einem konkurrierenden Unternehmen, das ähnliche Produkte verkaufte und Anglo-Swiss hieß. Gemeinsam wurden sie als die Nestle Group bekannt. Indem sie alle ihre Ressourcen zusammenlegten, anstatt miteinander zu konkurrieren, konnten sie den Markt leichter beherrschen und ihre Produktpalette erweitern. In den 1920er Jahren kreierte Nestle neue Schokoladen und verschiedene Getränke. Und 1938 schufen sie den ersten Kaffee für den Massenmarkt. Das Timing war hervorragend, denn der Instant-Kaffee half den Soldaten im Zweiten Weltkrieg wach zu bleiben. Und so wurde er in Notrationen aller US-Soldaten aufgenommen. Der Nestle-Konzern entwickelte nicht nur neue Produkte, sondern übernahm auch häufig andere Unternehmen, in denen er Potenzial sah oder die er für eine ernsthafte Konkurrenz hielt. Und so wuchs die Linie der Nestle-Produkte im Laufe der Jahre immer weiter an und damit auch der Reichtum und die Macht des Unternehmens. Leider reichte ihnen das nicht und hinter den Kulissen wurde ein Plan ausgebrütet. Ein Plan, der Millionen von Dollar einbringen und Millionen von Menschenleben gefährden würde. Jetzt geht's los, Digi. Als Henri Nestle 1867 seine erste Babynahrung entwickelte, war die Idee, Müttern, die ihre Kinder nicht stillen konnten, eine Nahrungsergänzung zu bieten. Sicherlich nicht, um zu versuchen, die Muttermilch ganz und gar zu ersetzen. Mhm. Und der Grund dafür ist, dass Studien gezeigt haben, dass natürliche Muttermilch gesünder ist als jede Säuglingsnahrung.
Natürliche Muttermilch wird von der Weltgesundheitsorganisation, Robert-Koch-Institut, UNICEF und uns. Die zwei ersten Kandidaten mögen wir, wa? WHO und Robert Koch, Digi? Ich küsse euer Herz. Wir liegen anderen empfohlen. Eine Zeit lang wurde Babynahrung einfach als Alternative für diejenigen verkauft, die sie brauchten. Aber in den 1970er Jahren, etwa 100 Jahre nach der Gründung des Unternehmens, schien sich der Absatz zu verlangsamen und Nestlé begann, gierig zu werden. Sie fragten sich, warum sie diese Säuglingsnahrung nicht an alle Mütter verkaufen sollten und nicht nur an diejenigen, die sie tatsächlich brauchten. Denn trotz all der anderen Produkte, die Nestlé auf den Markt gebracht hatte, war Babynahrung immer noch einer der größten Umsatzbringer von Nestlé. Und das liegt daran, dass es sehr hohe Gewinnspannen hat. Stell dir also vor, wie viel mehr Geld Nestlé verdienen würde, wenn sie ihren Markt auf alle Mütter ausweiten könnten. Also begann Nestlé eine Kampagne, um die Muttermilch zu untermauern und wirbt aggressiv für seine Babynahrung, die als überlegen gilt. Sie manipulierten mit... Da ist schon wieder so, da merkst du schon wieder so, Geld über allem. Scheiß drauf. Ob Muttermilch eigentlich besser ist und das eigentlich für jeden auch im Kopf Sinn macht, dann haben die das getriggert und gemerkt auch natürlich, dass manche Mütter nicht stillen wollen oder keine Lust darauf haben und sind den Weg reingegangen. Da ist auch scheißegal, was das für eine Auswirkung hat oder nicht. Hauptsache Geld machen. Geld, 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 Geld. Und das ist halt das so... Was ich nicht feiere, Digga, das ist einfach diese Geldgeilheit von Menschen teilweise und dafür alles zu tun, anderen Menschen zu schaden und so, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich frag mich, wo das herkommt, so. Ich habe nie so denken können überhaupt. Damit sie glaubten, Nestlés Babynahrung sei eine Notwendigkeit für die Gesundheit ihrer Babys und dass sie besser für ihr Kind sei als das Stillen. In Wirklichkeit war das Gegenteil der Fall. Die Nestlé-Nahrung war der natürlichen Milch weit unterlegen. Ihr fehlten viele der Nährstoffe, die Babys helfen, Krankheiten zu bekämpfen und sie gesund zu halten. Indem die Mütter dazu ermutigt wurden, zu wechseln, obwohl dies nicht nötig war, setzten sie ihre Babys einem höheren Risiko von Infektionen und Unterernährung aus. Um sicherzustellen, dass die Mütter diesen Informationen Glauben schenken, begann Nestlé, Ärzte und Babys helfen, Krankheiten zu bekämpfen, unterlegen. Ihr fehlten viele der Nährstoffe, die Babys helfen, Krankheiten zu bekämpfen und sie gesund zu halten. Indem die Mütter dazu ermutigt wurden, zu wechseln, obwohl dies nicht nötig war, setzten sie ihre Babys einem höheren Risiko von Infektionen und Unterernährung aus. Um sicherzustellen, dass die Mütter diesen Informationen Glauben schenken, begann Nestlé, Ärzte und Krankenhäuser zu bezahlen, damit sie mit ihrer Säuglingsnahrung von Tür zu Tür gingen. Sie forderten sie auf, den Müttern zu sagen, dass sie besser sei als stillen. Nestlé steigerte dies in Afrika und Asien, wo sie Verkäuferinnen anstellten, die sich als Krankenschwester verkleideten und Mütter davon überzeugten. Tschüss, Digga, als Krankenschwestern verkleiden, Bruder, ja, hör doch auf, Bro. Devil it out, man. Das Stillen aufzugeben und stattdessen ihre Milchnahrung zu verwenden. Diese Verkäuferinnen wurden auf Provisionsbasis bezahlt. Das heißt, je mehr Milchnahrung sie verkauften, desto mehr Geld verdienten sie. Seid mal ehrlich, Chat, was glaubt ihr? Menschen, die solche Pläne schmieden und solche Dinge umsetzen und tun, meint ihr, die werden am Ende des Tages spätestens am jüngsten Gericht irgendwie... Meint ihr, es gibt so eine Art Ausgleich? Meint ihr, dass wenn man Böses tut, Böses auf einen zurückkommt und wenn man Gutes tut, Gutes auf einen zurückkommt? Was sagt ihr dazu, Chat? Das würde mich mal interessieren. Dadurch wurden sie ermutigt, die Milchnahrung sehr aggressiv zu verkaufen, was sie auch taten. Diese Verkäuferinnen, die sich als echte Krankenschwestern ausgaben, gingen durch die Flure der Entbindungsstation und besuchten Mütter sogar unangemeldet zu Hause und verkauften ihnen Nestlé-Babynahrung. Und es wird noch viel schlimmer. Nestlé hat diese falschen Krankenschwestern dazu gebracht, kostenlose Proben ihrer Babynahrung an Mütter zu verteilen. Nur gaben sie ihnen gerade so viele Proben, dass die Mütter, wenn die Proben aufgebraucht waren, aufhörten, Milch zu produzieren und keine andere Wahl. Boah, Digga. What the fuck, Alter. Ich glaube, dreist kommt weiter und die müssen sich nicht verantworten. Hatten, als für das teure Produkt von Nestlé. Es ist halt leider so, also in diesem Leben ist es halt so, dass man halt merkt, dass Leute, die so dreist sind und solche Dinge tun, einfach mega erfolgreich sind, vorankommen, viel Geld machen und nicht wirklich zur Rechenschaft gezogen werden. Alle Menschen, die viel Geld und Macht haben, werden immer irgendwie geschützt von den Regierungen etc. Aber ich weiß nicht, ich glaube an Gott, ich glaube an was Höheres und ich glaube daran, dass
es eine Art Ausgleich gibt, Karma gibt und dass ich will nicht aufhören, daran festzuhalten, zu glauben, dass wenn du was Gutes tust, dir Gutes widerfährt und wenn du Schlechtes tust, dir Schlechtes widerfährt. Und so, ich glaube da wirklich dran. ...zu bezahlen, um ihr Kind am Leben zu erhalten. Dies erwies sich als sehr erfolgreich und profitabel für Nestle. Und so dehnten sie diesen Plan auf viele andere Länder aus. Vor allem in den Entwicklungsländern, wo viele der Frauen nicht genügend gebildet waren, um zu wissen, dass die Informationen, die ihnen gegeben wurden, nicht der Wahrheit entsprachen. Denn wenn eine... So ein dreckiger Plan, Alter. Man muss so ein durchtriebener Mensch sein, um sowas zu planen. Ich schwör's dir, du musst so richtig vom Teufel besessen sein. Oh, die eine qualifizierte Krankenschwester zu sein scheint, die ihr sagt, dass dein Baby dieses Produkt braucht, wirst du ihr einfach glauben. Die Folgen waren fatal. Es wird geschätzt, dass Millionen von Babys starben oder an einem Mangel an essentiellen Nährstoffen litten. Am schlimmsten waren die Auswirkungen in Ländern der Dritten Welt, wo es keinen Zugang zu sauberem Wasser gab. Da sind doch so viele Menschen involviert in der Kette, bis es dahin kommt, dass es wirklich an die Mutter rangegeben wird. Ich frage mich, gibt es da nicht einen Mensch, der ein Herz hat so? Oder wird diesen Menschen auch verkauft, dass es wirklich so ist, dass es besser ist als Muttermilch und die glauben das dann so? Kann doch nicht sein, dass es nicht einen gab, der da versucht hat, weißt du, das denke ich immer so. Das große Problem war, dass die Babynahrung mit Wasser gemischt werden musste. Dennoch überzeugte Nestle die Menschen davon, dass sie diese Säuglingsnahrung auch dort verwenden sollten, wo sauberes Wasser sehr knapp war. Die Säuglingsnahrung wurde also mit verunreinigtem Wasser vermischt, was die Babys krank machte. Da viele dieser Frauen es sich nicht leisten konnten, die Babynahrung, auf die ihre Babys nun angewiesen waren, weiterzukaufen, verdünnten sie sie stattdessen noch mehr mit Wasser. Das bedeutete, dass die Babys nicht genügend Nährstoffe aus der Babynahrung bekamen, was zu Unterernährung führte. Erschwerend kam hinzu, dass die Anweisungen auf der Verpackung auf Englisch waren, doch die meisten Mütter in diesen Ländern konnten das nicht lesen. So merkten sie nicht einmal, dass sie ihre Kinder durch die starke Verdünnung der Nahrung verhungern ließen. Das bedeutete auch, dass viele von ihnen nicht wussten, dass sie das Wasser zuerst abkochen mussten, um zu verhindern, dass Bakterien ihr Baby krank machen. Mann, eine Zeit lang unternahm Nestle nichts in dieser Angelegenheit und schien damit durchzukommen. Doch dann wurde 1974 in einer Veröffentlichung mit dem Titel The Baby Killer ausdrücklich auf die schwerwiegenden Folgen der aggressiven Förderung von Babynahrung in diesen Ländern hingewiesen. Stark. Nestle wurde für seine Beteiligung an der Schaffung eines Bedarfs, den es vorher nicht gab, aufgelistet. Die Verbraucher wurden davon überzeugt, dass das Produkt notwendig sei und dann wurden sie süchtig danach. Dabei wurden die tragischen Folgen völlig außer Acht gelassen. Als dies von Schweizer Aktivisten ins Deutsche übersetzt wurde, erhielt es den sehr unverblümten Titel Nestle tötet Babys. Das Krass. Führte dazu, dass Nestle rechtliche Schritte gegen sie einleitete. Aber es war alles zu spät. All diese Berichterstattung führte zu einem internationalen Skandal für Nestle und in zahlreichen Ländern wurden Boykotte gegen das Unternehmen eingeleitet. Trotzdem schwieg das Unternehmen zu diesem Thema. Sie konnten jedoch nicht davor weglaufen. 1978 wurden die Nestle-Führungskräfte vor dem US-Senat zu den Auswirkungen der Nestle-Milchnahrung auf all die kranken und sterbenden Säuglinge befragt. Und bald darauf wurden von der WHO neue Vorschriften eingeführt, die besagten, Unternehmen dürfen in ihrer Werbung nicht mehr Muttermilch mit Muttermilch-Alternativen vergleichen. Während dies den gut regulierten Ländern half, wurden die Vorschriften und Gesetze in anderen Staaten nicht so gut durchgesetzt. Das bedeutet, dass Nestle sein Marketing verdoppelte und viele dieser unterentwickelten Länder mit weniger Einschränkungen ins Auge fasste. In der Zwischenzeit waren die Verkäufe in Ländern wie den USA stagniert. Sie versuchten ihr angeschlagenes Image zu ändern und für Muttermilch zu werben, indem sie einige sehr bizarre Werbespots drehten, mit denen... Mich würde mal interessieren, ob die eine Strafe erwartet haben, auch in den USA, weißt du? Ob die irgendwie zur Rechenschaft gezogen wurden, so. Was gab es denn für ein Strafmaß? Was wurde... Sogenannten Super Babies. Die Idee war, sich von der negativen Medienaufmerksamkeit zu distanzieren, indem sie so taten, als ob sie sich völlig verändert hätten.
Und das alles trotz der Tatsache, dass sie immer noch die gleichen ausbeuterischen Taktiken anwandten, um ihre Formel in Ländern zu vermarkten, in denen sie noch damit durchkommen konnten. Erst 2018 wurde in einem Bericht von Save the Children festgestellt, dass die Gesundheit von Millionen gefährdeter Kinder durch die aggressiven Marketingtaktiken von Nestle und mehreren anderen Riesenunternehmen 2018 negativ beeinflusst wurde. Und trotz all der äußerst schwerwiegenden Probleme, die diese Taktiken verursacht haben, muss ich euch leider sagen, dass wir, wenn es um die dunkle Vergangenheit von Nestle geht, gerade erst am Anfang stehen. Oh shit, man. Jemand schreibt, klingt trotzdem irgendwie sehr unglaubwürdig, dass Kinder an Nährstoffmangel sterben, findet ihr nicht? Nee, finde ich gar nicht, Bro. Wieso? Im Jahr Also ich meine, es ist doch natürlich. Eine Mutter entwickelt ja nicht umsonst Muttermilch, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, dass du einfach als Kind natürlich die besten Nährstoffe daher bekommst, was die Natur so für dich bereithält, weißt du? Und wenn du dann irgendein Ersatzprodukt nimmst als Baby, wo diese Nährstoffe noch viel wichtiger sind, als wenn du jetzt erwachsen bist, so, weißt du? Also kann ich mir schon vorstellen, dass es einen Einfluss auf die Entwicklung von einem Kind haben kann, wenn er nicht die Milch bekommt, die für ihn geschaffen wurde. 2005 deutete der Nestle-Chef Peter Brabeck-Lemater an, dass der Zugang zu Wasser kein grundlegendes Menschenrecht sei. Nachdem die Medien ihn dafür kritisiert hatten, zog er seine Aussage später zurück. Aber um zu sehen, wie er wirklich denkt, können wir uns einfach die Handlung von Nestle ansehen, wenn es um Wasser geht. In Pakistan beispielsweise begann Nestle 2013 damit, sauberes Trinkwasser aus Dörfern und Städten abzuleiten, um es dann in seinen Fabriken in Flaschen abzufüllen und an dieselben Menschen zu verkaufen, denen das Wasser entnommen wurde. Allerdings zu einem sehr viel höheren Preis. Das große Problem ist, dass Nestle so viel Wasser entnommen hatte, dass Tausende gezwungen waren, stattdessen schmutziges Schlammwasser zu trinken, weil sie sich das teure abgefüllte Wasser nicht leisten konnten, das ihnen eigentlich gehörte. Ohne Rücksicht auf Verluste, Digi. Ein Prüfbericht ergab, dass Flaschenwasserunternehmen wie Nestle zwischen 2013 und 2017 3 Milliarden Liter Wasser abgepumpt haben. Der Bericht enthüllte auch, dass kein einziger Cent dafür bezahlt wurde. Auch ist es so, dass von Milliarden Liter Wasser 1,9 Milliarden verschwendet wurden, was einem Verlust von ca. 3% entspricht. Denn nur 2,5 Milliarden Liter Flaschenwasser wurden verkauft und dies ist wirklich nicht umweltfreundlich, zumal Pakistan sowieso Wasserprobleme hat. Und jetzt kommt das Absurdeste. Trotz dieser Problematik wurde Nestle Pakistan von der UN mit dem Global Compact Business Sustainability Award geehrt. Also mit dem Nachhaltigkeitspreis. Bro, anstatt die zur Rechenschaft zu ziehen, kriegen die noch Awards für den Scheiß, Bruder. Ja, ich küsse doch euer Herz. Die Strategie von Nestle bestand im Wesentlichen darin, den Menschen eine Notwendigkeit, viel sauberes Wasser vorzuenthalten und ihnen dann eine teure Alternative anzubieten. Seit Nestle im Land ist, wird behauptet, sie hätten das Land ausgesaugt und den Wasserspiegel um hunderte von Kilometern gesenkt. Und nicht nur in den Entwicklungsländern tut Nestle dies. Als Kalifornien zum Beispiel unter Dürren litt, verlegten viele Unternehmen ihre Betriebe raus aus den Staaten. Aber nicht Nestle. Inmitten dieser sehr ernsten Wasserknappheit pumpte Nestle Waters weiterhin 705 Millionen Gallonen Süßwasser aus den kalifornischen Nationalparks ab und in Skrupellose Motherfuckers scheinen die zu sein, die Nestle-Jungs, Digga. Ich schwör's dir, Alter. Da gibt wirklich keine Grenze, keine Moral, keine Ethik, so wie sich das jetzt nach der Dokumentation anhört. So, ich bin da nicht, weißt du, wie ich meine, aber das ist so krass, erst mit den Babys und dann mit dem Wasser und so. Das sind so Sachen, wo man denkt, ein normaler Mensch, der ein bisschen Herz hat, was wir alle eigentlich haben sollten als Menschen, würde sowas nicht tun, weißt du? Das ist ja nicht nur ein Mensch, es sind ja mehrere Menschen, die da involviert sind. So, das ist so krass, Digga. Das geht einfach nur um Geld und Macht. Es ist scheißegal, ob Menschen dabei draufgehen, ob irgendwie Babys sterben oder nicht unterernährt sind und so eine Sachen. Das ist scheißegal. Damit ein Teil der verbleibenden Wasserressourcen des Staates, um sie an Kalifornien zu verkaufen. Der CEO von Nestle Waters, Tim Brown, sagte: Wenn ich während der Dürre noch mehr kalifornisches Wasser in Flaschen abfüllen könnte, würde ich es tun. Doch so offen in der Öffentlichkeit. Scheiß drauf, Digga. Auch in Michigan wurde berichtet, dass Nestle jede Minute 747 Liter Süßwasser aus den staatlichen Reserven abpumpt. Und dass Nestle nur $200 für die Entnahme von 130 Millionen Gallonen Wasser aus Michigan zahlt.
Nachdem Nestle einen drastischen Rückgang des Wasserspiegels im Bundesstaat Michigan verursacht hatte, ordnete ein Richter schließlich an, dass Nestle aufgrund der ökologischen Schäden, die es verursachte, seinen Betrieb einstellen müsse. Mhm. Okay, da kommen wir ja endlich mal zu Konsequenzen hier an der Stelle. Auch wenn es vielleicht nicht allgemein bekannt ist, Nestle ist das größte Unternehmen für Flaschenwasser der Welt. Nestle besitzt über 50 Marken von abgefülltem Wasser. Muss man sich mal reinziehen, dass man Bescheid weiß hier. Ice Mountain, okay, das sind alles amerikanische Marken, glaube ich. San Pellegrino kennen wir, Nesty kennt man. Die sind interessiert daran, an vielen Orten einen Großteil der natürlichen Wasservorräte aufzukaufen, um somit einen Engpass zu schaffen und damit eine massive Nachfrage zu erzeugen. Nestle hat einfach Wasser in Flaschen abgefüllt, das genau aus denselben kommunalen Quellen stammt wie Leitungswasser und damit geworben, dass es aus Clear Mountain Quellen stammt. So können sie einen enormen Aufschlag auf den Preis erheben. In Wirklichkeit... Mit Wasser, Diggi, weißt du, was ich meine? Mit Wasser, das, was Menschen brauchen, um zu überleben, so. Damit machen die Business und kacken komplett auf uns Menschen, weißt du? Können Sie einen Tank mit diesem Wasser für $10 kaufen, damit Tausende von Plastikflaschen füllen und dieses glorifizierte Leitungswasser für schätzungsweise $50,000 weiterverkaufen. Wenn du einen Schokoriegel in die Hand nimmst, denkst du wahrscheinlich als letztes daran, wie dieser Schokoriegel hergestellt wurde. Aber die brutale Wahrheit... Leider, eigentlich müsste man sich damit auf jeden Fall mehr auseinandersetzen. Ich bin gleich wieder da. ...ist, dass Nestle auf den Farmen, auf denen die Kakaobohnen geerntet werden, Zwangsarbeit und sogar Kindersklaverei betreibt. Und eine Zeit lang blieb diese billige, ausbeuterische Arbeit weitgehend unbemerkt. Das führte zu niedrigen Kosten und hohen Gewinnen. Doch dann kam im Jahr 2000 ein Bericht heraus, der Nestle den Kauf von Blutschokolade vorwarf. Doch Nestle wusste genau, dass auf ihren Plantagen versklavte Kinder arbeiteten. Das galt auch für viele andere große Schokoladenhersteller. So versprachen Nestle, Cadbury und Mars im Jahr 2000 ihre Schokolade bis 2005 sklavenfrei zu machen. Aber sie taten es nicht. Die Jahre vergingen wie im Flug und sie verpassten immer wieder die gesetzten Fristen. Im Jahr 2005 reichte der Internationale Arbeitsrechtsfonds im Namen von drei malischen Kindern eine Klage gegen Nestle und andere Schokoladenhersteller ein, in der behauptet wurde, dass die Kinder an die Elfenbeinküste verschleppt und dort in die Sklaverei gezwungen wurden. Die Antwort von Nestle auf solche Vorfälle war immer die gleiche. Sie sagten, es war unmöglich, den Überblick über alle Vorgänge auf diesen Plantagen zu behalten. Aber sie versprachen, zu versuchen, ihre Situation zu verbessern. Doch dann vergingen weitere Jahre und es schien, als hätte sich nichts wirklich geändert. Im Jahr 2010 machte ein Dokumentarfilm mit dem Titel »Die dunkle Seite der Schokolade« die Medien darauf aufmerksam, wie Kinder von zu Hause weggeholt werden und gezwungen werden, für sehr wenig oder gar kein Geld auf den Plantagen zu arbeiten. Bei einer Untersuchung im Jahre 2020 wurde dann festgestellt, dass Kinder im Alter von 8 Jahren auf den Farmen eines Nestle-Lieferanten Kaffee pflücken. Es wurde berichtet, dass die Kinder 7 Tage in der Woche arbeiteten, Säcke trugen, die das Doppelte ihres Gewichts wogen und für ihre Arbeit etwa $1 pro Stunde bekamen. Nestle leugnete jedoch erneut, etwas davon gewusst zu haben und sagte, man versuche das Problem zu lösen. Fairerweise muss man sagen, dass es sich hier um ein komplexes Problem handelt, das sicherlich nicht nur auf Nestle beschränkt. Wollte ich gerade sagen, auch die ganzen Klamottenhersteller und so, es gibt sehr viele Unternehmen, die Kinderarbeit supporten oder Kinder arbeiten lassen für ihre Produkte so. Ist. Und da frage ich mich auch, ja, keine Ahnung, Alter, wenn du doch so viel Geld verdienst, Alter, wenn du so ein krass großes Milliardenunternehmen bist, dann kannst du doch deine Produktionsstätten vielleicht auch in das Land verlegen, wo du herkommst, um da Arbeitsplätze zu schaffen und das irgendwie halt vernünftig zu tun und nicht mehr Menschen auszubeuten, so, weißt du, was ich meine? Das ist ja nicht nötig, Bruder. Das ist halt diese Gier nach mehr Geld und nach mehr Macht ist so krass bei den Leuten, dass die einen Fick darauf geben. Geben einfach einen Fick drauf. Aber es scheint klar zu sein, dass Nestle diese Probleme seit Jahrzehnten bekannt sind. Und mit ihren Milliarden von Dollar hätten sie sicherlich viel mehr tun können, wenn sie Was geht ab, Tarek? Alles es gut? wirklich wollten.
Das einzige Mal, dass sie etwas gegen diese brutalen Arbeitsbedingungen unternommen haben, war, als sie negative Presse bekamen. So. Ein weiteres Beispiel dafür sind die Geschehnisse in Äthiopien. Im Jahr 2002 forderte Nestle 6 Millionen Dollar von der Regierung Äthiopiens, einem der ärmsten Länder der Welt. Der Konflikt geht auf die 1970er Jahre zurück, als ein Militärregime in Äthiopien das gesamte Vermögen ausländischer Unternehmen beschlagnahmte und verstaatlichte. Viele Jahre später wurde eines dieser Unternehmen, dessen Vermögen beschlagnahmt worden war, von Nestle übernommen. Zur Erinnerung. Es handelte sich um ein Unternehmen, das vor 27 Jahren unter einer anderen Regierung verstaatlicht worden war und das Nestle zu diesem Zeitpunkt nicht einmal besaß. Dennoch, um Nestle gegenüber fair zu sein, waren sie technisch gesehen berechtigt, eine Entschädigung zu fordern. Aber hier ist... Da wird jeder Cent rausgedrückt, Bruder. Das Problem. Äthiopien war zu der Zeit, als sie diese Forderung von 6 Millionen Dollar bekam, mit einer extremen Hungersnot konfrontiert, die das Leben von 15 Millionen Menschen bedrohte. Das Land befand sich in extremer Armut. Viele Bürger verdienten weniger als 100 Dollar im Jahr. Diese 6 Millionen Dollar... 100 Dollar im Jahr. Stell das mal vor, guck mal, Alter, wie, weißt du, solche Sachen sollten uns auch bewusst machen, wie dankbar wir sein müssen für das, was wir hier haben, so, weißt du? Könnten also helfen, Millionen von Äthiopiern mit sauberem Wasser zu versorgen. Sie könnten im wahrsten Sinne des Wortes Leben retten. Doch trotz dieses Wissens und trotz der Tatsache, dass Nestle im selben Jahr rund 65 Milliarden Dollar Umsatz machte, weigerte sich Nestle zunächst, Äthiopien vom Haken zu lassen und verlangte hart... Generell so, die Menschen, die so viel Geld haben und so viel Macht haben, die könnten auf jeden Fall... den meisten anderen Menschen, vielen anderen Menschen helfen. So, ich glaube, wenn sich zum Beispiel, wenn so ein Bill Gates wirklich daran Interesse hätte, der Menschheit zu helfen, so viel Milliarden, der hat doch über 100 Milliarden, ne, der Bruder, wenn sich so ein Bill Gates, so ein Jeff Bezos und so ein Elon Musk zum Beispiel zusammentun würden, ich glaube, sogar alleine könnten die schon den Hunger in Afrika beenden, wenn die wollten. Aber das juckt die einfach einen Scheißdreck. Necke ich das Geld. Und das, obwohl sechs... Und dann trotzdem sich hinsetzen und auf Weltverbesserer und Philanthropen machen, so. Ey, ich habe einen Impfstoff für euch. Ich küsse dein Herz, Bruder. Millionen Dollar für Nestle nichts bedeuteten. Sie sagten, es gehe um das Prinzip der Sache. Doch als die Medien die Geschichte aufgriffen und die Menschen mit einem Boykott von Nestle drohten, machte Nestle sofort eine Kehrtwende. Die Schulden wurden mit 1,5 Millionen Dollar beglichen und Nestle versprach, das Geld wieder in die Wirtschaft des Landes zu investieren. Aber es scheint ziemlich klar zu sein, dass sie nicht die Absicht hatten, einen Rückzieher zu machen, wenn es nicht um einen potenziellen PR-Albtraum gegangen wäre. Und wenn du denkst, die Kontroversen rund um Nestle wären damit beendet, dann irrst du dich. Im Jahr 2012 führte die Wettbewerbsbehörde eine Razzia in den Büros von Nestle durch, um Preisabsprachen auf den Grund zu gehen. Es wurde behauptet, Nestle habe Absprachen mit anderen Schokoladenherstellern getroffen, um sicherzustellen, dass alle ihre Preise gleich hochgehalten werden. Nestle stritt jegliche Absprachen ab, einigte sich aber schließlich im folgenden Jahr auf eine Abfindung in Höhe von 9 Millionen Dollar. Normalerweise wäre dies ein ziemlich großer Skandal, aber im Kontext all der anderen Vorwürfe, die gegen Nestle erhoben wurden, scheint es vergleichsweise nicht so schlimm zu sein. Und um ehrlich zu sein, könnten wir die Liste der Anschuldigungen gegen das Unternehmen noch eine Weile fortsetzen. Wie zum Beispiel der Rechtsstreit, in dem behauptet wurde, dass das von Nestle produzierte Hundefutter Purina Pet Care zu schweren Erkrankungen und zum Tod von Tausenden von Hunden führte. Oder wir könnten über die schrecklichen Umweltverschmutzungsstatistiken von Nestle sprechen. Aber wegen all dieser Skandale, in die Nestle verwickelt war, haben viele Menschen versucht, Nestle-Produkte zu boykottieren. Aber das Unternehmen ist so riesig, dass es unglaublich schwierig ist. Denn es gibt einfach so viele verschiedene Produkte, die sie verkaufen. Fast gar nichts mehr, wie er am Anfang vom Video gesagt hat. Wenn du einkaufen gehst, kannst du es kaum vermeiden, ein Produkt von Nestle zu kaufen, gell? Sie sind in fast jedem Land mit Produkten in so vielen verschiedenen Kategorien vertreten. Ja. Wenn du also Lebensmittel, Wasser oder sogar Kosmetika kaufst, ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Produkt von Nestle in deinem Einkaufswagen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Nestle trotz all dieser Kontroversen weiter wächst und noch mächtiger wird. Und weil halt auch nie zur Rechenschaft gezogen wird. Welche Konsequenzen müssen die tragen?
Das ist immer das, was mir fehlt bei den Leuten, die Scheiße bauen in der Welt, auch bei Politikern. Es werden nie Konsequenzen, es kommen nie Konsequenzen. Selbst wenn Dinge rauskommen am Ende, hört man nie davon, dass irgendeiner sich gerade gemacht hat oder dass Konsequenzen gefolgt sind und so. Nie. Und deswegen machen diese Leute auch, werden diese Leute auch immer weitermachen. Um fair zu sein. Weil die auf der sicheren Seite sind. Aber Gott ist groß, meine lieben Freunde. Ich bin mir sicher, dass bei Nestlé viele Menschen arbeiten, die einfach nur gute Produkte auf eine vollkommen ethische Weise herstellen wollen. Das Problem ist, dass Henri Nestlé, als er das Unternehmen gründete, ein sehr reales Problem löste. Aber leider hat sich das Geschäftsmodell später so entwickelt, dass sie stattdessen Probleme geschaffen haben, um dir die Lösung verkaufen zu können. Ja. Natürlich. Geldgier. Wenn man seit Hunderten von Jahren existiert und so viele Marken besitzt, sind einige Skandale wohl unvermeidlich. Frag doch einfach mal Coca-Cola. Wenn dir dieses Video über die beunruhigende Geschichte von Nestlé gefallen hat, dann wird dieses Video womöglich auch was für dich sein. Mit einem Abo und einem Like unterstützt du diesen Kanal, damit wir weiteren solchen Content kreieren können. Cooler Kanal, Dicker. Interessantes Video auf jeden Fall. Ich habe von dem Kanal noch nichts gehört. Der White Corner. Wie lange gibt's den denn schon? Den gibt's noch gar nicht lange. Krass. Der hat erst vor einem Monat angefangen. Aber muss sagen, echt gute Arbeit geleistet. Feier ich. Ich werde den mal abonnieren. Können wir uns die ein oder andere Doku hier im Stream auf jeden Fall reinziehen. Fand ich sehr interessant. Freunde, was sagt ihr dazu?